Moin Leute, was geht? Und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Und heute sind wir beim Hermann Löhns Grab. Wir laufen hier gerade ein bisschen rum. Da hinten sieht man auch, da ist auch Tyler und Papa. Und wir laufen jetzt ein bisschen rum und ich hoffe, euch gefällt der Vlog heute. Und viel Spaß. Leute, den ganzen Weg hier, den wir hier jetzt schon lang laufen, sieht man voll auf dieser Heide. Das macht die Lüneburger Heide so besonders. Und vielleicht interessiert das ja irgendwie von euch. Von dem habe ich das gerade erfahren. Es ist auf jeden Fall sehr schön hier. Ich werde gleich noch was von Hermann Löhns ein bisschen erzählen, was er war. Hier steht ein cooler Stein, wo es drin steht. Da steht nämlich drauf, die Grabstätte des Dichters Hermann Löhns steht in Obhut des Kreises Fallingbostel 1936. Und wir laufen jetzt hier zum Löhns Grab in die Richtung. Dann laufen wir jetzt hier zusammen durch. Ein ganz, ganz schöner Weg. Leute, das ist jetzt der Todespfad, den wir hier laufen. Wir müssen jetzt hier nämlich über die ganzen Dinger laufen. Und Tyler sagt auch, dass piekst. Aber I never give a fuck. So. War wirklich ein bisschen piekstig, aber stört ja nicht. Leute, wir sind gerade von da hinten irgendwo gekommen und hier steht jetzt ein Denkmal von Hermann Löhns, wo drauf steht, lass deine Augen offen sein, geschlossen deinen Mund und wandle still. So werden dir geheime Dinge kund. Hermann Löhns. Ich habe vergessen, was der Spruch heißt. Geh mit offenen Augen durch die Welt, dann siehst du mehr. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz schönes Denkmal. Also ich finde das schön. Leute, wir sind hier jetzt den Weg weitergelaufen und dahin den Heideschnuppen. Heidschnuppen, sag ich doch. Auf jeden Fall schöne Tiere und artscharfe Tiere. Man sieht die auf der Kamera leider nicht so gut, aber man sieht sie. Aber ihr seht auch nachher noch Fotos, die ich hinten einblende wieder, die der nette Mann hier wieder macht. Ihr könnt ihn auch gerne abonnieren, er wird am Ende auch wieder drin verlinkt sein im Video. Ist auf jeden Fall ziemlich schön hier. Ja, ein ganz anderes Gebiet als bei euch, ne? Leider. Wieso leider? Weil das voll schön ist, wenn das so in Wilhelmshaven auch mehr. Ja gut, aber wie gesagt, das ist halt das Besondere hier in der Ecke. So Leute, wir sind hier jetzt beim Hermann Löhns Grab angekommen und ja, da ist der Stein. Da ist er zwar nicht vergraben, wie mein Paul mir erzählt hat, sondern da ist auch ein Schild. Ja, gehe ich jetzt hin. Ich lese das jetzt auch vor. Ich laufe da jetzt hin, aber ich lese nicht alles vor. Ich lese so ein paar Sachen raus. Ich filme euch das jetzt mal, wenn ihr das durchlesen wollt, drückt dann auf Pause. Wenn ihr es nicht durchlesen wollt, guckt dann auch weiter. So Leute, ich erzähle euch jetzt was über Hermann Löhns. Hermann Löhns war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Schon zu Lebzeiten wurde Löhns, dessen Landschaftsideal die Heide war, als Jäger, Natur- und Heimatdichter sowie als Naturforscher und Schützer zum Mythos.
zwar jetzt einmal einen Text, den ich von Wikipedia abgelesen habe, aber ist ja nicht schlimm. Und wir laufen gerade den ganzen Weg wieder zurück, weil wir sind jetzt hier durchgelaufen. Und ja, ihr seht jetzt noch ein paar Clips von Autofahrt, ein paar andere Sachen. Und ja, dann gibt es die Abmoderation auch schon. Dann ist der Vlog auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, der Vlog gefällt euch bis hierhin. Wenn nicht, dann ist das so. Ich habe keinen Plan, was die da machen. Ja. Aber egal. Und weiter geht's. Das war mein Ohr. Also ich glaube mal, dass mein Ohr drauf ist. Simon, I've been all around the globe trying to protect your soul. Ja Leute, das war's jetzt mit diesem Vlog und ich hoffe, euch hat der kurze Vlog gefallen. Was heißt kurz, er geht eigentlich ziemlich lang. Und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Müsst ihr aber nicht. Und das war's jetzt mit diesem Vlog. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.